Autocross ist, wenn man nichts sieht. Es sei denn, man sitzt in der eigenen Loge. Die treuen Fans wissen, was sie mit an die Piste nehmen müssen. Warm eingepackt wird Autocross dann zu einer ganz heißen Sache. Der Wettergott kannte kein Erbarmen. Typisch norddeutsches Schmuddelwetter, nass kalt. Die Fahrer hatten alle Mühe, sich und ihren Untersatz von Schlamm und Dreck zu befreien. Die Fans dagegen freuten sich, dass es diesmal nicht so staubte wie sonst. Die deutsche Mannschaft siegesgewiss schon vor dem Rennen. Im letzten Jahr wurden sie Vizemeister im tschechischen Brünn. Diesmal vor heimischem Publikum auf der Hausbahn in Hope wollten sie es natürlich wissen. Aber scharfe Konkurrenz aus Italien, Frankreich, Österreich, insgesamt 9 Nationen am Start und alle schon mit technischen Problemen nach dem Pflichttraining. Aber Schrauben und Schwitzen gehört einfach dazu, sonst wäre es wohl kein Autocross. Dieser Feder ist hier kaputt. Sie waren Favorit Nummer 1, die GSSR, als Titelverteidiger mit dem neuen Einzel-Europameister Karel Havel an der Spitze. Man konnte einen Dreikampf erwarten zwischen den Tschechen, den Italienern und der Bundesrepublik. Pünktlich zum Start kam der große Regen, die Schlammschlacht konnte beginnen. Zum Reglement. Es gibt 3 Läufe, a 4 Rennen. Pro Rennen, das über 14 Runden geht, das sind genau 10 Kilometer, ist aus jedem Land ein Fahrer am Start. Ein Team besteht aus 4 Piloten plus Ersatzmann. Die besten 3 kommen in die Wertung. Spannung bis zum allerletzten Rennen. Man könnte ja nun meinen, dass die deutschen Fahrer hier sowas wie einen Heimvorteil haben. Ich denke da vor allen Dingen an Wolfgang Schwarz, der hier Tag aus Tag ein trainieren kann. Nein, das gibt es unter den Spitzenfahrern bestimmt nicht. Gerade hier auf so einer Strecke, die verhältnismäßig einfach zu fahren ist. Mit dieser Meinung stand der deutsche Kapitän wohl allein da. Die Bahn hatte es wirklich in sich. Viele Ausfälle in allen Teams, sehr zum Missfallen der fanatischen Fans. Helmut Leber, der Koloss aus Eigelfingen, ein Draufgängertyp. Ihm erging's heute wie seinen Kollegen. Auf Sieg programmiert, musste er einsehen, dass die Tschechen die stärkeren Motoren, das bessere Material besaßen. Er kommt gut vom Start weg und überholt dann eingangs der zweiten Kurve den Tschechen Bohumil Krezan. Weiter hinten im Pulk wird der Autocross zum Auto-Crash. Aber das gehört dazu, das ist Salz in der Suppe sozusagen. Noch 3 Runden zu fahren, da fällt Helmut Leber mit Kupplungsschaden zurück. Der Tscheche zieht mühelos an ihm vorbei. Leber schleppt sich noch als Dritter in die Wertung. Alle Hoffnung der deutschen Equipe lag nun auf Lokalmatador Wolfgang Schwarz. Aber der Debütant im Nationalteam mit schwachen Nerven. Werden Sie da langsam nervös oder sind Sie noch ganz gut dabei? Nein, da wird man schon richtig nervös bei, wenn man sowas vor sich sieht und das dann und keine richtige Rückendeckung hat von den Kollegen, weil die halt eben große Schwierigkeiten haben. Der eine hat sich überschlagen, andere hat seine Wasserpumpe verloren. Dritte zerlegt seine Kupplung. Wenn er seinen dritten Lauf gewinnt, ist Deutschland Europameister. Und Wolfgang Schwarz kommt gut vom Start weg. Als Zweiter hinter dem Tschechen mit der Nummer 14. Es geht in die zweite Runde. Da rollt der Publikumsliebling rechts ran. Die Antriebswelle ist abgedreht. Alle Mühe, alle Hoffnung enttäuscht. Und das ausgerechnet vor der eigenen Haustür.
Der Weg ist nun frei für den Titelverteidiger GSSR, den alten und neuen Europameister. Für Wolfgang Schwarz und sein...